los. Ja, liebe Playboy-Fans, schön, dass ihr wieder da seid. Wir waren letzte Woche zum ersten Mal live in unserem neuen wöchentlichen Format. Wir haben uns auch einen Namen überlegt. Also Playboy Weekly. Der Max hat es verraten. Was könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Und wenn ihr bessere Vorschläge habt, immer her damit. Aber bis jetzt bleiben wir einfach mal bei Playboy Weekly. Ja. Kurze Auflösung. Dein Fahrrad ist wieder da? Mein Fahrrad ist wieder da, ja. Ihr könnt beruhigt sein. Richtig, genau. Also das heißt, der Reportage und auch den Fotos steht gar nichts mehr im Wege. Ich bin jetzt gesettet und froh, dass es wieder da ist. So, wie schaut es aus bei euch? Alles gut heute? Wir haben heute wieder einige Themen mitgebracht. Ich gehe live aus der Redaktion. Zum einen, Max, wie geht's? Genau, zum einen. Also wir themenmäßig natürlich waren wir diese Woche relativ stark auf unserer Seite, wie natürlich jede Woche. Wir hatten einen kleinen April-Scherz uns erlaubt, und zwar mit unserem Jürgen Wolf. Ja. Man kann euch da nicht viel vormachen, wobei uns das Cover ganz gut gefallen hat. Also vielleicht machen wir es ja trotzdem, wenn Jürgen von der Lippe mitspielt. Aber ja. Mich hat es ja wirklich gefreut, wenn die Medien das so aufgegriffen hätten. Ja, und wenn wir dann sozusagen am nächsten Tag natürlich überall gelesen hätten, Playboy geht mit neuem Männer-Lifestyle-Magazin an den Markt, Jürgen heißt es. Aber so war das natürlich nicht, klar, 1. April. Da kann man nicht zu viel erwarten. Nee, also man muss auch sagen, dass die Leute mittlerweile, was April-Scherze angeht, einiges gewohnt sind. Abgehärtet sind. Vielleicht liegt es auch an der Zeit, Fake News und so weiter. Ich bin noch ein bisschen müde heute. Ich war gestern beim Fußball. Habt ihr das Fußballspiel gestern Abend geguckt? Pokalspiel. Ich war im Stadion und ging ja ganz schön ab. Also 5:4 Endstand in der regulären Spielzeit, muss man sagen. Und war viel los. Ich habe deine Instagram-Stories ab und zu nachverfolgt. Ja. Ich habe wirklich gesehen, du warst einmal ganz vorne, so fast schon so ein bisschen hooligan-mäßig vorne am Zaun. Ganz wild. Nee, das war gestellt. Ah ja, natürlich. Genau, 5:4 gegen Heidenheim. Also ich als Bayern-Fan bin froh, dass es trotzdem geklappt hat. Es wäre peinlich gewesen, wenn man gegen den Zweitligisten ausscheidet. Am Wochenende ist dann das große Klassiko, das deutsche Klassiko, wie es ganz gern genannt wird. Es geht um nichts weniger als um die deutsche Meisterschaft oder um den Vorentscheid, kann man fast schon sagen. Dortmund aktuell Tabellenführer, ja. Bayern auf dem 2. Platz und ja, es kann eigentlich fast schon alles entscheiden, wobei es wirklich im Moment sind es 2 Punkte Unterschied. Ja, ich werde auf jeden Fall mitfiebern. Max, du bist ja nicht so der Fußballfan. Ich bin nicht so der Fußballfan, jedoch haben wir trotzdem für euch einen tollen Artikel vorbereitet, den ihr dann am Samstag auf playboy.de lesen werdet. Die schönsten oder die besten, die legendärsten Klassikomomente tatsächlich. Genau. Also ich denke, bei so einem Spiel werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Also ich schaue mir nicht alles an, so die Hard bin ich dann nicht, aber das schaue ich mir dann glaube ich schon an. Genau, cool. Richtig. Gibt es denn schon Kommentare? Hast du mal geguckt? Bisher sieht es noch ein bisschen mau aus. Ich glaube, entweder die Leute sind vertieft in ihrer Arbeit oder noch nicht aufgestanden. Oder schon beim Mittagessen. Also schon bald genau. Wir haben heute leider ein bisschen später angefangen als sonst. Ja, Max war noch beim Arzt, also alles gut bei dir? Alles gut, ja. Sehr schön. Gesund und munter. Ja, das freut mich. Bei uns ist es recht ruhig heute in den Räumen, kann man sagen, weil einige zum aktuellen Gentleman's Weekend aufgebrochen sind. Das momentan stattfindet gerade oder ab heute stattfindet. Heute, glaube ich. In Sölden. Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Da wird noch Ski gefahren. Bei uns ist ja jetzt schon wieder recht sommerlich. Schöner Frühling bei uns, auf jeden Fall sehr warme Temperaturen. Und in Sölden habe ich heute gesehen, glaube ich, schneit. Ja, okay. Bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Ich hoffe, die haben alle ihre Ski dabei. Genau. Genau, 2 Playmates sind dabei. Ich glaube, Tanja Brockmann und Verena Stangl. Wenn ihr das Ganze verfolgen wollt, am besten bei den beiden irgendwie Instagram-Profile reinschauen. Und natürlich bei unserem Chefredakteur Florian Beutin, der auch fleißig posten wird. Genau, da wird es auf jeden Fall jetzt auch am Wochenende vermehrt Stories geben, wahrscheinlich auch schon ein paar Bilder, erste Eindrücke aus Sölden. Und in der nächsten, beziehungsweise übernächsten Woche, spätestens in der übernächsten Woche, wird es natürlich einen Nachbericht geben vom Gentleman's Weekend in Sölden mit Video und jeder Menge Fotos. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Für alle, die neugierig sind und nicht dabei waren oder unbedingt mal mit möchten, schaut mal rein, holt euch Appetit und das nächste Gentleman's Weekend kommt bestimmt. Richtig. Wir hatten in der letzten Woche ein Gewinnspiel. Und zwar ging es um die Resident Evil Box. Ja. Genau. Wir haben den Gewinner gezogen. Wer das ist, das erfahrt ihr heute, beziehungsweise der Gewinner erfährt es heute. Oder die Gewinnerin, richtig. Wir hatten festgestellt, letzte Woche, da waren viele Frauen dabei, die kommentiert haben. Also das freut uns natürlich. Es waren auch einige Resident Evil Fans unter euch. Richtig. Stark. Also wir hoffen, dass der Gewinner oder die Gewinnerin glücklich mit dieser Box ist. Genau. Genau, die geht dann auch gleich raus an die Post und dann... Diese Woche sollte sie noch ankommen, je nachdem wie schnell die Post...
sagen, wir machen ein bisschen weiter mit den Themen. Was euch noch diese Woche erwartet, ich meine, wir haben ja noch ein paar Tage, die Woche ist noch nicht zu Ende, was euch diese Woche noch auf playboy.de erwartet. Und zwar haben wir uns ein bisschen schlau gemacht, woran man denn den besten Biergarten erkennt. Jetzt früher ist ja langsam wieder Biergartenzeit. Ich war am Sonntag schon im Biergarten. Stimmt, im Hirschgarten war es so, oder? Im Hirschgarten hier in München, ja. Gibt nichts Schöneres als Biergartenzeit, wenn man mich fragt. Es war dann abends ein bisschen kalt, dann sind die Leute gleich wieder verschwunden. War dann schön leer. War dann auch gleich leer, ja, aber ich bin dann auch nach Hause. Ja. Das Interessante ja ist ja bei vielen oder bei eigentlich allen bayerischen Biergärten, man kann sein eigenes Essen selber mitbringen. Weiß gar nicht, ob das ist. Nur Bier nicht. Also ja, Bier muss man kaufen, genau. Aber du kannst da selber Brotzeit machen. Genau, ist immer ganz schön zu sehen. Da kommen dann manchmal Familien, die haben alles dabei. Da wird die Tischdecke mitgebracht, da wird dekoriert, dann gegessen und das selbstgemachte Essen. Also eine super Sache. Kommentiert auch gerne hier unter dem Video, was für euch denn ein guter Biergarten ausmacht. Was muss der perfekte Biergarten, außer der Bierschenke natürlich, für euch haben? Klar, das Bier muss schmecken, das ist klar. Ach, das aber ist, worauf das kommt ist klar. Sonst noch an? Das ist, und das Wetter muss gut sein. Das Wetter muss gut sein. Wohlgemerkt, ja. Genau, also wie gesagt, jetzt dieses Wochenende auf playboy.de verraten wir euch, was einen guten Biergarten ausmacht. Ja, David, nächste Woche wird sehr, sehr spannend bei uns. Sehr, sehr spannend auf Playboy.de und generell auch sehr spannend Konfetti. Für Playboy. Ja, genau, ja, Konfetti. Man sieht's. nächste Woche kommt unser neues Heft raus. Quasi heute in einer Woche. Der Countdown läuft. 7 Tage habt ihr noch. Nächsten Donnerstag, 11. April, kommt die neue Ausgabe. Dann haben wir schon, das ist schon die Mai-Ausgabe. Ja. Richtig, ja, Mai-Ausgabe. Ist ja schon April. Ja. Vollgepackt mit. Nächste Woche, genau, Donnerstag. Jede Menge tollen Themen. Ich freue mich drauf. Wir verraten natürlich noch nichts, was es da drin zu sehen geben wird. Aber das gibt es dann am Dienstag auf playboy.de. Dienstagabend, Mittwoch. Wird es die ersten Einblicke geben. Genau. Ja. Aber aktuell gibt es natürlich noch das aktuelle Heft. Also wer es noch nicht hat, ist auf jeden Fall noch aktuell genug. Klar. Also, holt es euch ruhig. Genau. Mir fällt gerade noch ein Thema ein, wenn ich dich und mich so angucke. Hatten wir auch diese Woche, glaube ich, auf playboy.de. Ja, ich bin gespannt. Graue Haare. Ah, okay. Also bei mir werden es immer mehr. Bei dir könnte es nicht mehr so viel mehr werden. Bei mir werden sie jetzt langsam von grau zu weiß so ein bisschen. Okay. Also die Abstufung fängt jetzt schon so langsam aber an. Aber er kann es ertragen, der Max. Ah, ja, natürlich. Ja. Ja, woran liegt es, dass man schon in jungen Jahren, also jünger als wir es sind, schon graue Haare bekommt? Also welche Faktoren spielen da mit rein? Wie kann man es vielleicht verhindern, dass man graue Haare bekommt? Und ist es überhaupt so schlimm, graue Haare zu haben? Also kommt ganz drauf an. Also ich war letztens bei einem Friseur und der wollte mir die Haare dann weiß färben. Und der hat dann zu mir gesagt, so, boah, das würde richtig gut aussehen. Und ich habe gesagt, nee, das passiert schon schnell genug von alleine. Ja, warte noch ein Jahr. Ja, höchstens ein Jahr. Genau, da in diesem Artikel haben wir uns eben dieser Frage ein bisschen gestellt, was denn die Ursachen dafür sind, dass Männer Anfang 20 bereits ergrauen. Ich muss es ein bisschen anspoilern, eine der Ursachen ist tatsächlich Stress. Gut, das kann ja aber uns nicht betreffen. Aber das kann uns ja nicht betreffen. Genau, richtig. Wann ging es bei dir los? Bei mir ging es sehr, sehr früh schon los. Okay. Also bei mir ging es auch so mit 22 schon los. Ich hatte sogar das erste graue Haar hatte ich, glaube ich, schon mit 18. Dann haben meine Schulkameraden haben dann immer Späße über mich gemacht, war fürchterlich. Ich hatte dann auch einmal so ein graues Barthaar hier, das war aber nur eins. Ne? Und das war, also für mich war das, ich fand das damals fürchterlich beknackt. Ja, ne? Gut, weil mit 22. Gut, mit 22 graue Haare ist jetzt natürlich. Aber die Mädels haben immer gesagt, ich höre ganz toll, ich höre ganz Positives. Also wenn ich rumjammer, heißt das, doch super. Ist doch super, bei grau Haare. Super, also ihr könnt groß sein. Tragt euer Grau und euer Weiß mit Stolz. Egal, wie alt ihr seid. Ja, dann hoffen wir, dass es am Wochenende natürlich wieder schönes Wetter gibt, damit wir in den Biergarten gehen können. Wie ein guter Biergarten aussieht, erfahren wir dann am Wochenende. Richtig. Beziehungsweise, wann ist der Artikel schon online? Nee, geht jetzt am Wochenende online. Ja, der ist online, aber ich werde da noch ein paar. Hast du noch ein paar Tipps? Ich habe noch ein paar Tipps, die ich noch ein bisschen da reinbringen werde. Also. Schaut da vorbei und sind wir schon am Ende? Wir sind fast am Ende. Weil es gibt nämlich tatsächlich noch etwas zu verlosen. Schau mal, ob wir sie haben. Und zwar haben wir ganz cool, oldschool, zeig mal kurz das Bild, unser aktuelles Bild. Na, dauert noch ein bisschen. Ist ein bisschen verzögert, aber ihr seht selbst, es ist eine Tastatur. Im genau. Oldschool-Look. Im Schreibmaschinen-Look. Schreibmaschinen-Look. Fühlt sich so an wie eine Schreibmaschine, klingt auch wie eine Schreibmaschine. Ja. Und also der Max hat es getestet, ihm war es dann zu laut, glaube ich. Ne? So im Büro, wenn man mit mehreren Leuten im Büro ist, da war es zu laut. Aber ich finde es für zu Hause, es sieht echt super stylisch aus. Ja. Auf Retro gemacht, also wirklich auch edel. Ich packe es jetzt nicht aus, das darf derjenige machen, der es gewinnt.
Für Menschen in Einzelbüros auf jeden Fall eine super Sache. Ja, oder für zu Hause ist es auch super, ne? Die haben auf jeden Fall jetzt gerade auf Playboy.de auch einen Artikel darüber. Da könnt ihr euch nochmal ein bisschen informieren über diese Tastatur. Und schreibt gerne unter die Kommentare oder in die Kommentare, jetzt warum. Jetzt kommen sie langsam. Jetzt kommen hier die Tastatur ins Bild. Auf einmal kommen hier die ersten Kommentare. Okay. Okay. Ich hätte die Box behalten sollen, Anna. Ja, du weißt ja, ich habe ja Angst vor dem Gruselzeug. Also ich gucke mir auch keine Horrorfilme an. Außer vielleicht, ja, heute kommt Friedhof der Kuscheltiere, kommt ein Remake. Hast du den ersten Teil geguckt? Ja, natürlich. Okay, also ursprünglich habe ich jetzt mir alles zu gruselig, schon als Kind nichts geguckt. Und wobei ich war in S. Kennst du S? Ah ja, natürlich. Ich habe den neuen Kinofilm gesehen. Oh, okay. Und wie war er gruselig? Ja, also es war für mich auszuhalten, aber ich hatte dann wieder Angst um die grauen Haare, um den Kreis zu schließen. Genau. Sehr gut. Dann schreibt gerne in die Kommentare, warum ihr diese stylische Retro-Schreibmaschinen-Tastatur haben müsst. Beziehungsweise wenig. Und nee, also ich finde, die sieht echt geil aus. Ich will sie jetzt nicht auspacken, guck mal auf Playboy.de, da sieht man bessere Bilder. Genau, wir haben jede Menge Fotos davon geschossen. Also wer die haben möchte, schreibt es in die Kommentare und warum vor allem, mit einer guten Begründung. Und dann geht sie raus, genauso wie diese Woche unser letztes Gewinnspielpaket. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall. Genau, dann wünschen wir euch eigentlich jetzt schon mal fast ein schönes Wochenende. Ein, zwei Tage gibt es ja noch. Genießt den Frühling auf jeden Fall. Frühling. Freut euch auf die neue Ausgabe nächste Woche. Und wenn ihr Junggesellenabschiede planen wollt, dann plant sie gar nicht, sondern bucht sie bei uns. Gibt es jetzt auf playboy.de, habe ich letzte Woche schon angekündigt. Ich will da jetzt mit. Also ja, einer meiner Freunde dabei ist, heiratet bitte, dass ich den Junggesellenabschied. Also ihr feiert und wir kümmern uns um den Rest. Genau. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, ich will da jetzt mitfeiern. Ja. Heiratet. Heiratet ihn mal. Wenn nicht mich, ich dann bringt mir nichts. Dann kann ich einmal. Meine Freunde sind. Aber was wäre dein Favorit? Wäre dein Favorit Amsterdam tatsächlich? Oder München kennen wir wahrscheinlich nicht in Frage. Das mache ich hier jede Woche übrigens einen Abschied. gut zu wissen. Ja. Ich glaube Hamburg oder Amsterdam. Also weil es einfach ein bisschen weiter weg ist. Köln war ich auch schon oft, nicht so jung, dass der Abschied, da war ich so ganz oft, weil ich da in der Nähe studiert habe. Karneval. Und Karneval, genau. Genau, und Berlin waren wir jetzt auch schon relativ oft. Ja, aber Berlin ist natürlich immer eine Reise wert. Ne? Ja, also auch. Ich finde alle Angebote super. Also wenn ihr aus dem Norden kommt, dann kommt dann man ist München nach München, macht ihr Jungfernabschied, ist super. Ja, klar. Und das Bier ist garantiert auch gut. Ja, und nicht nur im Biergarten, überall. Genau. In diesem Sinne, Max, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ne, heute ein bisschen später. Nächste Woche zum EVT gibt es dann wieder eine Live-Sendung. Richtig, genau. Wenn wir beide Zeit haben und gesund sind und die Transportmittel funktionieren und da sind, dann... Ich glaube, das ist richtig. Gut. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.